Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Patienten ohne diese Therapie zu behandeln. Ein Herzinfarkt entsteht, indem das eine von den Arterien bzw. die blutversorgende Gefäßen für die Myokard zu ist. Ohr hochgradig verengt wird und dadurch die Sauerstoffverbrauch nicht gewährleistet ist. Und das bedeutet in einem Herzinfarkt, wie schnell kriegen wir das auf, damit diese Schäden gering wie möglich sind. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn das Gefäß komplett zu ist, dann entsteht eine Schäden, eine Ischämie, eine Nekrose. Und als Folge von dieser Ischämie entsteht eine inflammatorische Reaktion. Und diese inflammatorische Reaktion, beziehungsweise die Zellen, die um diese Hauptproblem sind, werden durch den CRP markiert. Das CRP hat als Aufgabe in unserem Körper, geschädigte Zellen zu identifizieren und zu markieren, damit unser Immunsystem diese Zellen abbauen kann, sodass sie nicht unkontrolliert sterben und in unserem Körper weitere Schädigungen hervorrufen. Und durch das Entfernen des CRPs über diesen kleinen Adsorber an der Maschine werden weniger Zellen markiert und somit auch nicht die Zellen, die noch nicht irreparabel geschädigt sind, was passieren würde, wenn das CRP in der Infektion deutlich angestiegen ist. Wir haben also insgesamt einen geringeren Zell- und damit Organschaden. Beim Herzinfarkt sowie beim Schlaganfall ist Zeit ist das Allerwesentliche. Und deswegen viele Patienten erleben diese Versorgung oder diese ganze Hektik als sehr unangenehm. Aber es geht darum, so schnell wie möglich. Dieses Gefäß, auf Teufel komm raus, muss aufgehen. Ja. Ansonsten stirbt das Herz. Und wenn das Herz gestorben, also dieses Teil abgestorben ist, dann gibt es gar keine zurück. Und diese Absterben von dem Gefäß ist einerseits von durch Durchblutung, aber andererseits durch diese Therapie zu reduzieren. Ne? Mhm. Deswegen, das wollte ich nur sagen. Ja. Ja. Durch den CRP-Apherese, durch diese Therapie werden die Schäden am Herzen reduziert, werden minimiert und somit die Folgen der Krankheitsbilder bzw. Herzinsuffizienz, kardiogene Schock oder Rhythmusstörungen werden minimiert, werden reduziert. Als ich mich dann infiziert hatte und das so langsam wusste, hat man relativ schnell gemerkt, dass es bei mir kritischer wurde. Die Temperaturen sind hochgegangen, Fieber und auch das C-reaktive Protein. Zu Beginn der Behandlung bestanden erste radiologische Veränderungen, die eine Lungenentzündung gezeigt haben. Da hat man also sehr schnell gemerkt, dass der Verlauf kritisch wird. Und dann hat man auch sehr schnell entschieden, mich zu behandeln. Und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Nicht? Also während der Behandlung hat man schon gemerkt, dass mein Blut gar nicht mehr rot war, sondern schon schwarz. Ich hatte eine sehr, sehr flache Atmung und auch nur noch 80% Sauerstoffsättigung. Und verbunden mit dem hohen Fieber wäre das vielleicht noch ein paar Tage gut gegangen und dann wäre sicherlich der Weg ins Krankenhaus gekommen. Und am Ende der Behandlung waren diese radiologischen Zeichen ebenso verschwunden, wie es dem Patienten deutlich vom Allgemeinzustand besser ging. Ja, durch die Behandlung ist mir dieser schwere, ganz schwere Verlauf sicherlich erspart geblieben. Und vor allen Dingen bin ich auch dankbar, dass mir durch die Behandlung das Absterben von Organen oder Teilen der Organe verhindert wurde. Nicht? Also meine Lunge, die zum Anfang Veränderungen zeigte, hat nach der Behandlung gar keine Veränderungen mehr gezeigt. Mein Herz wurde nochmal untersucht und es ist alles gut. Ja, und ich fühle mich heute genauso fit wie vor meiner Corona-Erkrankung und kann uneingeschränkt wieder alles machen. Also ich mache Sport, bin auch im Arbeitsalltag ohne Einschränkungen ganz normal unterwegs und ja, ich kann einfach nur Danke sagen für diese tolle Behandlung und ich hoffe, dass man auch noch in der Zukunft anderen Menschen, die einen ähnlichen Verlauf haben, damit helfen kann. Die ersten Behandlungen bei dem Patienten haben zu einer deutlichen Stabilisierung seines Befindens geführt, sodass wir ganz positiv die ersten Behandlungen bewerten und auch positiv in die Zukunft schauen, was die CRP-Apherese bedeuten kann für die Behandlung bei Patienten mit Covid-19-Infektionen.
Ja, also das war so, dass ich so riesige Schmerzen auf der Brust hatte und eigentlich ja nicht so mir bewusst war, dass ich einen Herzinfarkt habe. Das habe ich erst auf der Fahrt zum Krankenhaus hier erfahren. Und Gott sei Dank hat mich ein Polizist, ein Zivil, hat mich gesehen, hat hier sofort gemerkt, da stimmt was nicht und hat sofort einen Rettungswagen gerufen. Die Patienten müssen nach dem Herzinfarkt trotzdem, ob stabil oder instabil sind, wir müssen regelmäßig das Blut kontrollieren. Wir müssen gucken, wie die Entzündungswerte steigen oder nicht steigen, um die Indikation zu stellen. Und nach jeder Therapie, beziehungsweise nach 4 Stunden Therapie, würden wir das weiter kontrollieren und gucken, ob er nach der Therapie nochmal die Werte steigen und mit welcher Intensität oder Kontinuität diese Therapie, diese Behandlungen benötigen. Also mir geht es seit der Aparese-Therapie sehr gut. Mir geht es wunderbar. Also ich kann auch wieder Sport üben, jeden zweiten Tag aufs Fahrrad gehen, sozusagen eine halbe Stunde sportlich betätigen, auch ein bisschen mit mehr Wattzahl sozusagen. Und das geht mir blendend. Und das ist wirklich etwas Besonderes schön, weil das trotz einer Krankheit, die sehr mit einer sehr hohen Mortalität verbunden ist, sogar noch nicht mal nachweisbar ist, dass das etwas da passiert ist. Den Herzinfarkt hat dieses Bereich vom Herzen betroffen. Und das kann man gut sehen, dass das überhaupt gar keine Narbe da ist, beziehungsweise die Bewegung sehr gut. Der wird sich Blut erholen. Ne? Da geht er ein bisschen bis in die Spitze hinaus. Ne? Alles gut beweglich. Der Patient ist jetzt gut belastbar und dann widerspiegelt, dass die linkventrikuläre Funktion gut erhalten geworden ist, trotzdem, dass er einen großen Herzinfarkt gehabt hat. Wenn ich das so sagen würde, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Patienten ohne diese Therapie zu behandeln, weil das wirklich unglaubliche Ergebnisse wie jetzt in dieser kurzen Zeit gesehen haben. Und ich würde mir wünschen, dass das andere Kliniken auch diese Erfahrung sammeln, damit das merken, wie die Ergebnisse sind. Ja.